Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch meine Lieblings-Apps für den Studienalltag vorstellen. Los geht's! Jeder kennt es. Man bekommt eine Kopie von seinem Professor und möchte das digital bearbeiten. Leider manchmal nicht möglich, doch die App CamScanner könnte da vielleicht Abhilfe schaffen. Persönlich finde ich diese App wahnsinnig gut, denn ich kann mir eine Ordnerstruktur erstellen und kann so viele Dokumente einscannen, wie ich möchte, und das zu den jeglichen Vorlesungen, die ich in meinem Studium habe. Um diese Dokumente dann auf meinem Laptop zu bearbeiten, kann ich sie auf das gewünschte Gerät per AirDrop transferieren. Einen Haken hat das Ganze, und zwar hat CamScanner eine Premium-Version, womit man zum Beispiel Funktionen bekommt wie 10 GB Cloud-Speicher oder Unterordner erstellen, was für den Studenten eigentlich völlig unnötig ist, beziehungsweise die kostenlose Version eigentlich alle Funktionen hat, die man für das Studium braucht. In meinem Studienalltag versuche ich auch öfters etwas zu lernen, und da ich sehr oft mit der S-Bahn oder mit dem Zug unterwegs bin, habe ich da auch recht viel Zeit dafür. Deshalb habe ich die App Buffel gefunden, die mir ein Karteikartensystem zur Verfügung stellt, mit dem ich einfach besser lernen kann. Im ersten Schritt muss ich erstmal einen Account auf der Homepage von Buffel erstellen, mit dem ich dann Karteikarten erstellen kann, also Fragen und Antworten für meine Klausur oder meine Prüfung. Diese Karteikarten werden dann automatisch an das Smartphone, beziehungsweise sie werden automatisch synchronisiert mit dem Smartphone, mit der Smartphone-App, und somit kann man automatisch im Zug, beziehungsweise in der S-Bahn oder wo auch immer unterwegs lernen. Nachdem man gewissenhaft gelernt hat, natürlich was auch sonst, kann man sich die Statistik ansehen, wie gut man die ganzen Fragen beantwortet hat, also die Karteikarten gelöst hat, und danach kann man seinen Lernfortschritt anschauen und sein Lernen ein bisschen strukturieren. Ob diese Art des Lernens genau etwas für dich ist, musst du leider selber wissen. Ich persönlich bin schon der Fan davon, aber man kann auch anders lernen. In der Schule oder im Studium kommt man bei Mathe wahrscheinlich nicht vorbei. Deshalb habe ich die App Photomath gefunden, mit der man ganz einfache bzw. normale Rechenaufgaben wie aus Zauberhand ausrechnen lassen kann, und das mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Das Ganze funktioniert mega einfach. Man schreibt die Rechenaufgabe auf ein Blatt Papier, fotografiert es mit der Smartphone-App, dann wählt man die Rechenoperation aus und der smarte Rechner rechnet das Ganze dann für dich aus und zeigt dir sogar Schritt für Schritt, wie du das Ganze ausrechnest. Und das Geilste ist noch, er erkennt fast jede Handschrift, sogar meine, und meine ist wirklich nicht schön. Das heißt, ganz einfach und ganz stupide fotografieren und ausrechnen. Wenn du fertig bist mit dem Ausrechnen deiner Rechenaufgabe, dann kannst du das Ganze mit deinen Kommilitonen bzw. mit deinen Mitschülern teilen und den Lernfortschritt mit der ganzen Klasse verbessern. Finde ich mega gut und ist mega einfach. Für jeden, der Mathe nicht unbedingt als Lieblingsfach ansieht, so wie ich zum Beispiel, kann die App wirklich eine super Zeitersparnis sein, und sie kann dir auch ultimativ helfen, um deinen Lernfortschritt zu verbessern. In meinem Studienalltag ist es auch wichtig, Notizen immer dabei zu haben und diese auch organisiert und strukturiert auf meinem Smartphone abspeichern zu können. In diesem Fall habe ich mich für Evernote entschieden, da ich dort Texte, handschriftliche Dokumente, To-Do-Listen, Fotos und vieles mehr abspeichern kann. In einem zweiten Schritt kann ich meine ganzen Dokumente bzw. Notizen zwischen meinem Laptop und meinem Smartphone synchronisieren und überall darauf zugreifen. Außerdem kann ich Notizen mit meiner Apple Watch diktieren und Spracheingaben für Evernote stellen. Natürlich hat diese App wieder einen Haken,
Es gibt Evernote Premium, das heißt, es gibt 10 GB Cloud-Speicher zum Beispiel, oder man kann PDFs kommentieren, oder man kann E-Mails direkt als Notizen in Evernote abspeichern. Muss ich sagen, ist jetzt dann für einen Studenten nicht unbedingt das Wahre, denn die grundlegenden Funktionen, um Notizen und Fotos und andere Sachen zu speichern, die sind immer gegeben. Es wird einem wieder bei der kostenlosen Funktion Werbung angezeigt, was aber nicht unbedingt störend ist für den Ablauf bei der Arbeit oder im Studium. Ja, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinen Apps, die ich auch öfters mal im Studienalltag wirklich verwende, ein bisschen helfen. Wenn ihr noch Apps habt, die ihr wirklich weiterempfehlen könntet, dann schreibt die doch in die Kommentare und wir hören uns das nächste Mal wieder zu einem neuen Video und haut rein. Ciao!